Hallo und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Leute, durch euch komme ich auf die besten Ideen für neue Folgen. Danke, danke, danke. Vor ein paar Tagen hatte ich eine ganz fantastische Frage auf Facebook. Wie sieht das eigentlich aus mit der Haftung bei falscher Beratung durch einen Betriebsrat? Das ist nämlich nicht nur eine Frage, die euch in eurer täglichen Arbeit betrifft, sondern auch mich bei der Erstellung dieser Videos. Da kommt ein Mitarbeiter auf euch zu und fragt, sag mal Betriebsrat, wie ist das eigentlich so rechtlich gesehen? Ich verstehe das nicht ganz. Ihr gebt euren Senf dazu, der Mitarbeiter handelt genau so, wie ihr es ihm gesagt habt und hinterher passiert der Super-GAU. Der Mitarbeiter ist super sauer und fängt an, euch zu verklagen, weil ihr ihm ja den Rat gegeben habt. Deshalb kriegt ihr von mir jetzt den ultimativen Ratschlag, wie ihr mit solchen Dingen umgehen müsst. In Deutschland ist es per Gesetz geregelt, dass nur befähigte Personen eine Rechtsberatung durchführen dürfen. Dazu gehören Rechtsanwälte, Rechtsbeistände, Patentanwälte und Steuerberater. Und jetzt müsst ihr euch fragen, seid ihr das? Ich würde mal sagen, in den meisten Fällen seid ihr das nicht. Also dürft ihr auch keine Rechtsberatung durchführen. Das jetzt ist aber nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine wirklich fachlich fundierte Meinung dazu haben wollt, dann müsst ihr bitte zu einem Rechtsanwalt, einem Rechtsbeistand und so weiter gehen. So, habt ihr jetzt gemerkt, was ich gerade gemacht habe? Genau so handelt ihr als Betriebsrat. Ihr dürft natürlich eure Meinung sagen, ihr dürft die Leute unterstützen, ihr dürft sie beraten. Aber ihr solltet immer den Hinweis geben, dass eine Rechtsberatung nur von den entsprechenden Institutionen und Personen durchgeführt werden darf. Wenn ein Mitarbeiter zu mir kam und er hatte ein Riesenproblem, Abmahnung, bevorstehende Kündigung, dann habe ich ihm natürlich so weit geholfen, wie es nur geht. Aber ich habe immer hinten dran geschoben, wenn du es aber genau wissen willst, geh lieber nochmal zu deiner Gewerkschaft und hol dir dann eine Rechtsberatung oder zu einer anderen entsprechenden Stelle. Wenn ihr auf meinem Kanal in YouTube auf Über uns klickt, dann werdet ihr sehen, dass dort auch steht Tipps, Tricks und Erfahrungen eines Ex-Betriebsrats für und so weiter und so fort. Und dann kommt noch die Ergänzung, dass es sich hier um allgemeine Hinweise handelt. Und nicht um eine Rechtsberatung. Es ist ja so, wir als Betriebsräte neigen dazu, uns selbst zu überschätzen. Wir sind vielleicht ein halbes Jahr im Amt und denken, wir sind die geilsten und besten Betriebsräte auf der ganzen Welt. Und dann lesen wir einmal im Betriebsverfassungsgesetz nach und sagen, ja, das habe ich verstanden. Jetzt weiß ich, wie das genau gemeint ist. Und dann postulieren wir unsere Meinung dazu heraus. Die Juristerei ist aber viel, viel komplizierter, als man das so glauben mag. Und da ist es nun mal so, dass man ganz lange studieren muss, damit man nachher fundiert sagen kann, das könnte so sein oder auch so sein. Wenn man das kann, dann ist man super Anwalt. Weil Anwälte passen auch immer auf ihren Arsch auf. Weil sie nämlich auch Angst davor haben, eine falsche Rechtsberatung zu liefern. Also, was macht ihr in Zukunft? Ihr dürft ganz normal weiterhin eure Kollegen unterstützen, beraten, Tipps geben und so weiter. Aber ihr solltet euch angewöhnen, immer die Einschränkung zu machen. Wenn du es genau wissen willst, Buschi, dann geh nochmal zu einem Anwalt. Der kann dir dann sagen, wie es wirklich ist. Denn das, was du von mir gehört hast, ist jetzt erstmal nur meine Interpretation. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch allen geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.